Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Also das heißt, ob unsere Kinder mit diesen Spielzeugen, mit Gesichtern und alles was man weiß als Spielzeug, dürfen die damit spielen oder nicht. Also für die Kinder solche Spielzeuge dürfen die damit spielen, weil wir auch also viele Beweise haben. Es gibt einen Beweis, sogar in Sahih Bukhari, dass unsere Mutter Aisha radiallahu anha, sie hat ein Pferd sogar. Und dieses Pferd mit zwei Flügeln. Und sie hat das mitgebracht, als Rasulullah sie geheiratet hat. Und sie hat immer damit gespielt. Und auch andere Kinder. Warum dürfen wir damit spielen? Weil das ist ein Spielzeug. Einfach nur damit spielen, das am Boden, die Kinder werfen solche Sachen, treten die auch drauf und alles möglich. Was ist verboten, ist, wenn man eine Puppe oder ein Teddybär und solche Sachen in Vitrine macht und als Dekoration macht. Hier in diesem Fall dürfen wir das nicht haben. Dürfen wir solche Sachen nicht haben. Aber wenn das nur als Spielzeug ist, hier in diesem Fall ist es gar kein Problem, weil wir, wie gesagt, viele, viele Beweise haben. Und das ist also auch, wie gesagt habe, Al-Hadith ladhi rawahu al-Bukhari, dass unsere Mutter auch ein Pferd gehabt hat und sogar dieses Pferd mit zwei Flügeln. Hada wallahu a'lam.